Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine richtig schöne Häuschenkarte. Ich nehme euch gleich noch ein kleines Stückchen näher ran, dass ihr das gut sehen könnt. Diese Karte ist total hübsch und ihr könnt die eben in zwei verschiedenen Formaten oder in beliebig vielen Formaten machen. Ich habe für euch jetzt zwei verschiedene Größen. Jetzt könnt ihr jetzt mal zum Vergleich sehen, einmal die Größe, die normale Kartengröße würde ich sagen, und dann noch so eine kleine süße Karte, die aber trotzdem eine gute Größe hat, würde ich sagen. Und ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr das machen könnt. Zuerst zeige ich euch kurz, was die Karte kann oder wie sie aufgebaut ist und fange vielleicht ein bisschen mit dem frühlingshaften, sommerhaften Motiv an. Das wäre jetzt eine Geburtstagskarte. Diese Karte hat hier so eine Banderole, in dem Fall jetzt aus Pergamentpapier. Hier noch ein bisschen mit so einem Glitzerband im Hintergrund. Und wenn man sie öffnet, dann hat die so einen coolen Effekt, dass sich die hier so ein bisschen auseinanderfaltet. Also so sieht sie aus. Schön blumig. Und ihr könntet die Karte dann natürlich auch so auf eure Fensterbank oder irgendwo hinstellen. Dekorativ in der Wohnung macht es sich auf jeden Fall auch noch sehr gut. Okay, also das ist so ein bisschen die sommerliche Version. Und dann starten wir vielleicht ein bisschen mehr in die herbstliche Richtung. Das wäre jetzt hier mit so einem wunderschönen Vogelset. Das ist schon ganz neue Produkte bzw. ganz neues Designerpapier aus dem neuen Mini-Katalog. Da sage ich nachher noch kurz was dazu. Wir haben hier eine schöne Banderole. Ich habe hier einfach nur das Designerpapier ausgeschnitten, da ist sonst nicht viel passiert an Deko. Und hier vorne, wenn man die dann so aufmacht, hat man hier eine wunderschöne, tolle Geburtstagskarte. Und die wäre vielleicht sogar schon ein bisschen herbstlich. Mit kleinen Herzchen dran. Ganz hübsch. Als nächstes habe ich mir gedacht, könnte ich euch diese Karte zeigen. Die wäre auch wunderschön als Hochzeitskarte, finde ich, denn die ist sehr, sehr edel. In dem Fall ist die auch zum Geburtstag, hat auch so eine Banderole aus Pergament, was sehr schick ist und so ein ganz, ganz tolles Etikett, wie ich finde. Und wenn ihr die noch genauer anschaut, seht ihr, dass das hier auch so Papier ist mit Goldeffekten. Und das ist natürlich immer sehr edel, dann noch in Weiß. Und hier innen nochmal richtig schön mit Gold. Also ja, eine ganz edle Karte mit einem anderen Spruch drauf, innen und außen. Oder zumindest außen hättet ihr auch eine super Hochzeitskarte, eine schöne. Okay, und dann habe ich noch eine Karte, die ist vielleicht schön für Wintergeburtstagskinder, dachte ich mir. Oder auch Herbst. Die ist jetzt so gestaltet, auch mit einem schönen Etikett und ein paar Zweigchen. Kleinen Glitzer, also eher durchsichtigen Perlen, die auf der Banderole sind, die wieder aus Pergament ist. Und wenn man die aufmacht, dann sieht die so aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber das ist ein Weihnachtspapier vom letzten Jahr. Und ich finde, das macht sich hier unglaublich gut und hat gar nicht so viel mit Weihnachten. Oder also ich finde, das kann man für jede Jahreszeit super einsetzen. Finde ich ganz cool. Fällt mir richtig gut, diese Kombi aus den Farben. Die Idee zu dieser Karte in dieser Größe habe ich gesehen bei Stempelfantasie. Da verlinke ich euch unten auch das Video nochmal in der Infobox. Und ich habe mir dazu gedacht, dass ich euch das Ganze auch in kleiner zeigen könnte, in so einem kleinen süßen Format, weil ich finde, das ist auch total süß, würde auch super auf jedes Geschenklein passen. Und ich habe hier schon mit neuem Weihnachtsmaterial gearbeitet sozusagen, also auch hier das Designerpapier einfach ausgeschnitten. Das ist aus dem Online-Exklusiv, das Papier, da können wir reinschauen und dann hat man hier diese schöne Karte. Hier ist auch noch die Version, dass ich innen so ein kleines Häuschen reingemacht habe, weil ja der Hintergrund sonst in Wald muss sehr dunkel werden zum Schreiben und so kann man noch Grüße besser, sichtbarer unterbringen. Und noch ein kleiner Unterschied ist, dass ich hier und hier das gleiche Papier benutzt habe. Und bei den meisten anderen habe ich einfach drei verschiedene Papiere innen reingebaut. Genau, also wir legen gleich los und ich sage euch die Maße für diese beiden süßen Karten. Vorher wollte ich nur noch eine Sache sagen, also ihr habt jetzt ja hier schon neues Papier aus dem Mini Katalog für Herbst-Winter gesehen. Das ist nämlich dieser hier. Und ich wollte euch sagen, wenn ihr noch einen Katalog braucht, könnt ihr das gerne bei mir bestellen. Entweder über babsisbastelwerkstatt@gmail.com als E-Mail oder ihr schaut mal hier oben, da verlinke ich euch meine Webseite. Da gibt es auch eine Katalogseite und da könnt ihr die Kataloge anfordern oder auch kostenlos downloaden. Dieser Katalog wird auf der Internetseite dann verfügbar sein, wenn er gültig ist, und zwar ab dem 4. September 2024 und gültig ist er bis 6. Januar 2025 mit ganz tollen Ideen. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn wir im August, wahrscheinlich kommt das Video im August, mit Weihnachtsprodukten schon mal loslegen oder mit Weihnachtskarten. Manchmal braucht man die ja auch schon so früh. Okay, ich schnappe mir meinen Papierschneider
Und ich mache jetzt zuerst mit euch die große Karte und danach nochmal die kleine Karte. Und habe jetzt hier einen ganzen Bogen Waldmoos in diesem Fall. Das hätte diese Bestellnummer, wenn ihr es braucht. Und ich nehme jetzt das ganze A4-Papier, also das lasse ich bei der Länge, das sind dann 29,7 cm, da mache ich nichts. 29,7 cm und kürze mir nur die kurze Seite, also die Höhe ein, bei 14,85 cm. Dann ist das ganze Papier 29,7, also A4, mal 14,85 cm. Und jetzt mache ich mir auch noch in der Mitte von meiner langen Seite eine Markierung rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera mitmacht. Die ist mir gerade, die stellt nicht mehr scharf. Das wäre jetzt blöd. Ich mache mir jetzt in der Mitte von meinem langen Papier nochmal eine Markierung bei dem gleichen Maß bei 14,85 cm. Und dazu nehme ich mir einfach einen spitzen Bleistift und mache mir hier oben so eine kleine Markierung hin. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann und ob meine Kamera das jetzt mitmacht. Hier oben ist die Markierung. Und von dieser Markierung aus mache ich mir jetzt die Falzlinie zu einem Dreieck in der Mitte. Das heißt, ich nehme mir die Markierung, lege mir die hier oben schön in diese Führungsschiene ein und meine Spitze hier unten muss auch genau in diese Führungsschiene eingelegt werden. Ich weiß nicht, ob ich scharf genug bin. Bin ich scharf? Dann nehme ich mir meine helle Farbfalzklinge und falze mir das einmal schön durch. So, dass das Ganze jetzt so aussieht. Und auf der anderen Seite mache ich es genauso. Von meiner Markierung gehe ich jetzt hier runter in die äußerste Spitze. Dann habe ich nachher so ein Dreieck reingefalzt und lege mir das wieder hier in die Führungsschiene ein bei dieser Markierung und oben bei meiner Spitze, dass die eben genau in der Schiene schön aufliegt. Und dann habe ich hier so ein schönes Dreieck, das ihr hoffentlich ein bisschen erkennen könnt. Und das falze ich mir jetzt am besten gleich mal nach hinten. Und da könnt ihr nochmal nacharbeiten, denn es ist wichtig, dass man diese Karte wirklich ganz genau falzen. Und ich mache das immer so, ich lege mir das hier an. Es muss unten richtig schön anlegen und gehe dann mit dem Falzbein nochmal richtig schön drüber und gucke, dass das wirklich unten schön anliegt. Auf der anderen Seite auch. Eine Seite ist immer besser als die andere, komischerweise. Und das kann man hier nochmal super ausgleichen. Und nochmal richtig schön gerade nachfalzen. Okay. Ich drehe es mir wieder so rum, wie es vorher war. Also wenn ihr jetzt guckt, dann seht ihr nochmal eure Markierung hier oben mit dem Bleistiftstrich. Und jetzt wird gleich nochmal markiert. Ich lege mir jetzt meine Karte so ein, dass diese Spitze nach rechts zeigt und gehe mir jetzt noch hin bei 9,9 cm und mache mir nochmal eine Falzlinie. Und hier ist jetzt wichtig, dass ich mir nur von meiner Linie hier bis nach oben und von dieser Linie bis nach unten falze. Ich mache mal ein bisschen Platz hier. Genau. Also nur von der Linie nach oben und von der Linie nach unten. Oben angelegt bei 9,9 cm. Und diesen mittleren Bereich, wo dieses Dreieck ist, den lasse ich frei. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Jetzt noch ein bisschen runter. Also ich habe jetzt nur von hier oben bis zu dieser Linie und von hier also von dem Dreieck bis runter. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal so. Ich lege jetzt meine Karte so hin, dass die Spitze nach oben zeigt. Gehe nochmal auf 9,9 cm und falze mir das nochmal. Und auch hier nur bis zu dieser Überkreuzung. Seht ihr das? Also es geht hier nicht weiter ganz hoch, sondern nur bis hier zu diesem Punkt hin, wo sich die anderen beiden Linien schon treffen. Jetzt lege ich es mir so hin, dass mein Pfeil sozusagen nach unten scheint, nach unten zeigt. Nochmal bei 9,9 cm. Und jetzt gehe ich von dieser überkreuzten Falzlinie bis nach oben. Das ist total logisch, wenn ihr das vor euch liegen habt. Also von hier bis nach oben. Und wenn wir es uns jetzt wieder richtig rum hinlegen, haben wir hier so ein Viereck, hier ein Viereck und in der Mitte ein Dreieck. Ich glaube, am besten erkennt man das auch, wenn ich euch einfach so eine Karte nochmal aufmache und hinhalte. Haben wir uns jetzt hier dieses
diese beiden Vierecke gefalzt und eben das große Dreieck. Und jetzt gehe ich auch schon hin und vorsichtig, also ich halte mir hier das Papier und hier unten und gehe mit meinem Papier an der Falzlinie entlang von hinten nach vorne. So. Und dann kann ich mir das hier unten nochmal ganz bündig anlegen und nochmal richtig schön nachfalzen. Und jetzt biege ich mir das hier sozusagen auf die Ecke da unten und gehe mit meiner ganzen Lasche diese ganze so nochmal so von hinten nach vorne und dann geht die Karte schon richtig in die richtige Richtung, wo sie hin soll und kann auch hier nochmal genau nachgefalzt werden, dass es schön übereinander liegt. So, also ihr seht, die geht im Prinzip dann schon alleine in die Richtung. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Also ich habe hier so ein bisschen den Finger und hier unten und von hinten nach vorne drücke ich so ein bisschen an der Falzkante entlang. So lang, bis die Karte schon von alleine dahin geht fast. Und dann falze ich mir das nochmal schön flach hier hin und drücke mir dann hier oben diese Ecke hier runter und gehe mit der ganzen Lasche nach innen und gucke auch hier nochmal, dass es hier unten schön bündig ist. Und das sieht sehr gut aus bei der Karte. Können wir nochmal alles nachfalzen. Also das gehört dann natürlich dann so innen rein. Aber so ist dann die Karte schon fertig. Und jetzt seht ihr auch diese Falzlinien hier richtig schön. Genau. Okay, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Designerpapier. Ich habe mir jetzt hier schon mal alle Seiten von diesem Designerpapier hingelegt. Das heißt grün-goldene Weihnachten. Es hätte diese Bestellnummer, wenn ihr es haben möchtet. Und es ist in online exklusiv verfügbar. Und es hat immer eine wunderschöne goldene Seite und eine schlichte Rückseite. Seht ihr das? Es sind viele Zweige drauf auf diese Glöckchen, die ich vorher verwendet habe. Und immer eine ganz neutrale Seite und eine schöne funkelnde Goldseite. Also es ist echt ein richtig cooles Papier, so im Kurzdurchlauf mal in die Kamera gehalten. Finde ich richtig cool und wir werden aus dem jetzt gleich mal einiges rausnehmen, weil das ist ein perfektes Papier für diese Karte. Ich empfehle euch für diese Karte nämlich, dass ihr ein Papier nehmt, das Muster hat und keinen Farbfall oder keinen Verlauf von Mustern, wo jetzt... Also man sieht es eigentlich bei dieser Karte sehr gut. Hier gehen die Füße von den Vögelchen nach oben und das ist schon mal ein bisschen schwieriger. Kann man alles machen, muss man aber dann gut überlegen, wie man es schneidet. Und am besten ist, wenn ihr einfach Muster drauf habt, dann braucht ihr euch da keine Gedanken machen. Okay, und ich suche mir jetzt einfach ein bisschen Papier aus. Und jetzt schnappe ich mir gleich mal den ersten Bogen und schneide mir mein Designerpapier zu auf 9,2 x 9,2 cm. Und bei diesem Papier ist es super cool, da kann ich Vorder- und Rückseite benutzen. Deswegen brauche ich das Ganze nur zweimal zuschneiden. Also 9,2 x 9,2. Und ich schneide mir hier gleich mal meine Dreiecke so diagonal durch. So. Und habe jetzt hier hinten so ein Muster, wo ich gar nicht drauf achten muss, wie was hinkommt. Und auch vorne, die Vorderseite, muss ich jetzt wirklich nicht beachten, ob die jetzt so hinkommt oder andersrum. Also wir könnten das gleich so hinkleben. Oder wenn ihr ein bisschen einen Verlauf habt oder ein bisschen ein Muster, könntet ihr euch das immer hinhalten und schauen, wie es am schönsten ist und wie ihr euch dann das zweite zuschneidet. Bei meinem ist das jetzt wirklich total egal. Ich lege das jetzt mal so dahin. Und ich muss jetzt hier nicht darauf achten, dass ich irgendwie einen speziellen Verlauf hätte. Ich kann mir das dann hier unten drauf kleben. Also diese beiden Ecken sind schon fertig. Und für oben und für außen könnte ich jetzt wieder dieses schöne mit den Sternen nehmen oder ein anderes. Also ich habe jetzt, ich glaube, ich nehme jetzt das mit den Sternen. Ich finde das total schön. Und da brauche ich jetzt das Maß 14 x 4,5 cm. Also ich schneide mir das jetzt mal in Streifen mal 4,5. Und dann mal 14 zweimal. Und wir brauchen das Ganze aber dann viermal. Also hier könnte ich jetzt noch gucken mit einem Verlauf. Das können wir vielleicht auch einmal so machen, dass ich das auf die Frontseite dann mache. Und dann schneide ich mir das Ganze noch einmal so zu für meinen Innenteil. Also wieder 4,5 und mal 14 nochmal zweimal.
Okay. Also ich werde jetzt das hier innen drin haben wollen, so hier oben. Und dafür schneide ich mir jetzt diese beiden Papiere auch gleich zu. Und zwar mache ich mir jetzt hier eine Markierung bei, muss ich selber kurz gucken, 9,4 cm. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur eins beachten, wenn ihr keinen Verlauf habt im Papier, ist das ganz einfach. Ich nehme euch auch noch ein bisschen näher ran. Also ich lege es hier bei 9,4 cm an und mache mir jetzt hier oben eine Markierung, eine ganz kleine Markierung. Das ist jetzt bei mir nur so ein kleiner Schnitt. Oder ihr macht das Ganze mit einem Bleistift, das geht genauso, dann erkennt man es auch ganz gut. Und bei dem zweiten Papier macht ihr euch die gleiche Markierung, aber unten. Und zwar hier unten. Also ihr habt das jetzt einmal hier markiert, oben an eurem Papier. Und die zweite ist hier unten. Und dann wird einfach wieder die Markierung bis zur Spitze einmal schön ordentlich abgeschnitten. Und hat dann diese schöne Abschrägung, die wir für unsere Karten brauchen. So. Und auch hier lege ich mir wieder die Markierung schön in diese Führungsschiene und auch die Spitze hier unten. Dann passt das. Jetzt müssen wir das nur schnell wegradieren, damit es dann nachher nicht mehr so sieht. Und auf unserer Grundkarte haben wir ja auch noch diese kleine Mittelmarkierung, die machen wir uns jetzt auch noch weg. So. Und dann wird das Ganze so in die Karte nachher geklebt. Und für meine Frontseite mache ich es auch so. Da habe ich ja jetzt so ein kleines bisschen den Verlauf. Also ich möchte, dass diese schönen Blüten schon so nach oben zeigen. Und lege mir das jetzt wieder bei 9,4 cm an. Mache mir jetzt beim ersten Mal auch wieder oben die Markierung. Ich habe das jetzt eigentlich immer mit so einem kleinen Schnitt gemacht. Hat super funktioniert. Und da kann man sich ganz gut vorstellen, weil es wird nachher einfach so hingelegt und das andere so. Das heißt, wir legen es uns jetzt nochmal bei 9,4 cm an und machen jetzt unten den Schnitt und schneiden das nochmal diagonal durch. Und haben dann auf der Frontseite diese schöne Deko. Wir können jetzt auch in unserem Fall das so machen, dass wir vorne das einfach umdrehen und hätten das auch. Bei manchen Papieren geht es so wie hier, weil da kein Musterverlauf ist und weil die Sterne jetzt alle in die gleiche Richtung gehen. Bei manchen Papieren geht es nicht. Da muss man dann gucken, wie man schneidet und sich das vorher, bevor man diese Markierungen anlegt, gut überlegen. Genau, dann klebe ich mir das jetzt alles mal mit Flüssigkleber an. Okay, und jetzt brauchen wir noch, damit die Karte zu bleibt, eine kleine Banderole. Und die hat jetzt bei mir ungefähr das Maß 2,5. Ja, ich mache so 2,5. Ihr könnt es auch ein bisschen dicker machen, ein bisschen dünner, wie es euch am liebsten ist. Und ja, so 22 cm ungefähr reichen völlig. Die baue ich mir jetzt noch so außen rum. Und habe mir ja, wie ihr gesehen habt, aus dem Designerpapier noch so ein bisschen Deko ausgeschnitten. Und da mache ich es einfach immer so, ich lege mir die Banderole hinten so hin, klappe mir die einmal um und streife mir die so ein bisschen nach außen. Dass die dann nachher schön locker sitzt, aber nicht zu locker, dass sie nicht von alleine runterfällt. Die andere Seite biege ich mir so um, dass sie schön aufeinander liegt. Und falze mir das nochmal so ein bisschen raus. Und dann klebe ich mir die einfach mit Abreißklebeband fest. Wo ist es denn? Dann mache ich einfach zwei so Streifen nebeneinander. Nehme diese Schutzfolie ab, die da drauf ist. Und klebe mir dann die Bordüre oder diese Banderole schön zusammen. Und da kommt jetzt einfach nur so ein bisschen Deko drauf. Das ist ein Zweig, der
ausgeschnitten ist aus dem Papier und die Glocke ist auch ausgeschnitten aus dem Papier. Und die Glocke mache ich mir mit ein bisschen Abstandspads mit der Menschennest drauf. Also man kann natürlich auch einen Spruch vorne hin machen oder was halt einem gut gefällt. Und dann hat man schon mal eine schöne Deko, schön edel mit dem vielen funkelnden. Könnte man noch ein bisschen Glitzersteinchen vielleicht drauf machen. Da gibt es ja diese roten. Und damit wir innen rein noch ein schönes Häuschen hier reinmachen, damit wir da was Schönes draufstempeln und draufschreiben können, nehme ich mir noch ein Stückchen Farbkarton in Vanille pur. Der passt super zum Designerpapier und hat diese Bestellnummer. Hoppala, wo bin ich hier? Und das schneide ich mir zu auf das Maß 14,3 in der Höhe mal 9,2 in der Breite. Und hier mache ich es auch so, ich mache mir wieder eine Markierung in der Mitte bei der kurzen Seite. Das wäre bei 4,6 cm. Und mache mir dann nochmal mit dem Bleistift einen kleinen Punkt hin, dass ich weiß, wo die Mitte ist. Und gehe mir jetzt hier in meine Karte. Und messe mir jetzt hier so ein bisschen die Höhe aus, wo ich diese Markierung mache. Das heißt, ich gehe hier unten, lasse mir da schon so ein bisschen kleinen Rand und messe mir dann jetzt aus, wie hoch ich ungefähr mit meiner Ecke hier gehen kann. Das wäre jetzt bei mir 9,6 cm ungefähr oder 9,5. Wahrscheinlich ist 9,5 ein sehr gutes Maß. Das heißt, ich mache von 9,5 mir auch hier oben und unten noch mal eine kleine Markierung. Und gehe jetzt von diesen Markierungen einmal so außenrum und schneide mir das zu. Einmal können wir uns jetzt die Markierungen wegradieren oder einmal anlegen und dann einfach andersrum aufkleben. Das würde ich so machen. So passt es ganz gut. Und jetzt kann ich mir das auch noch einmal andersrum aufkleben, dass die Markierungen nicht drauf sind. Und dann bestempeln oder vorher bestempeln. Wenn ihr seitlich noch was hinstempeln wollt, macht das vorher. Genau, da guckt ihr einfach mal, was da noch hinkommt. Ich benutze jetzt Waldmoos als Stempelfarbe. Das hat diese Bestellnummer. Und das Stempelset Liebe über alles, das hat diese Bestellnummer. Da sind wunderschöne Sprüche drin und ich finde die Schrift ist total schön. Also da ist auch wirklich für jeden Anlass was dabei. Und ich habe mir jetzt rausgesucht, Glauben heißt mit dem Herzen sehen. Das finde ich sehr schön, gerade auch für eine Weihnachtskarte. Und das stemple ich mir jetzt hier drauf. Und ich habe mir gedacht, das habe ich mit meiner kleinen Karte auch gemacht, dass ich den zweiten Stempelabdruck von dem zweiten Spruch benutze. Dann hat es einfach noch ein bisschen eine andere Farbe und sieht wunderschön aus, finde ich. Also das ist wirklich eine tolle Weihnachtskarte, glaube, hoffe ich. Also mir gefällt sie sehr gut, ich hoffe euch auch. Und ja, wer noch mehr dekorieren will, Glitzersteine hinmachen will, tobt euch da aus. Das ist jetzt nur so ganz kurze Deko gemacht. Wir machen jetzt nämlich noch die kleine Version und dass das Video nicht zu lange wird, mache ich das heute nicht so extrem aufwendig wie vielleicht sonst. Okay. Und für die zweite Karte braucht man ein paar andere Maße und machen das Ganze in klein. Und für meine zweite Karte benutze ich jetzt ganz neues Designerpapier aus dem neuen Mini-Katalog. Und zwar hat es auch wunderschöne Designs. Und das Besondere ist auch, dass ihr da immer auch viele Vögelchen habt, die ihr da auf euren Papieren habt. Also ihr habt immer eine schlichtere Seite und eine Seite, die eben diese wunderschönen Vögelchen hat. Und es gibt eben große und kleine Vögelchen. Und zum Beispiel dieses große Vögelchen würde sich auch super eignen. Das habt ihr vorher gesehen, das habe ich ausgeschnitten. Für so eine kleine Karte nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen kleineres Vögelchen, aber da werde ich mich aus diesem schönen Papier bedienen. Und starten möchte ich mit der Grundfarbe Granit. Die ist in dem Papier natürlich enthalten. Und da schneide ich mir jetzt einen Bogen zu aus dem Maß 21, also die Höhe vom Papier bleibt gleich, also die
die kurze Seite bleibt gleich und kürze mir das bei 10,5 cm. Also das sind richtig coole Maße auch. 21 cm mal 10,5 cm. Und jetzt markiere ich mir auch hier wieder die Mitte an meiner langen Seite bei 10,5 cm. Das ist wieder meine Mitte und mache mir wieder mein Dreieck. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich euch einfach die kleinen Maße zusätzlich einblenden soll oder ob ich das nochmal mit euch mache. Vielleicht könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben, was euch da lieber ist. Aber vielleicht ist es schon mal ganz gut, wenn man nochmal die Karte durchbastelt in klein und groß. Ich falze mir das jetzt wieder hinten schön gerade an. Denn auch die kleine Karte will ordentlich gefalzt sein, ist ja klar. So, das mache ich auch lieber nicht auf meinen Papierschneider, sondern auf den Untergrund. Und jetzt klappe ich mir die Karte wieder auf und mache mir wieder, also die Pfeilrichtung zeigt sozusagen wieder nach rechts und mache mir jetzt eine Markierung bei 7 cm. Und falze mir das Ganze wieder von oben bis zu meiner Falzlinie und von der Falzlinie bis nach unten. Dann drehe ich es mir wieder so, dass mein Pfeil nach unten zeigt, wieder bei 7 cm anlegen, wieder von der Überschneidung nach oben. Und dass der Pfeil nach oben schaut, wieder bei 7 cm und von der Überschneidung nach unten. Dass wir hier wieder hier unsere Vierecke reinkriegen. Hier ist die Linie ein bisschen zu kurz, da muss ich nochmal schnell nachfalzen. Aber dann habe ich schon mal wieder mein kleines Grundmaß und lege mir die Karte wieder so an, drücke mir die von hinten vor und falze mir die wieder schön so hin, dass sie unten schön gerade ist. Und dann wieder vorne ein bisschen runterdrücken und die ganze Lasche nach vorne wieder schauen, dass es schön gerade ist und einmal schön nachfalzen. Und die ist irgendwie so süß, die Karte, weil die so klein ist. Auf der anderen Seite nochmal das Ganze. Also eigentlich müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren, dass ihr die nacheinander bastelt. Das ist irgendwie total witzig. Obwohl es die gleiche Karte ist, fühlt sich das mit der kleinen wieder ganz anders an. Und dann haben wir schon unsere Grundform. Okay, dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Designerpapier für die kleine Karte. So, und für die Frontdeko kurbel ich mir heute noch als zweite Idee einfach was aus. Ihr könnt es natürlich mit der Hand ausschneiden, ganz normal, diese kleinen Vögelchen. Oder ihr stanzt euch das auch mal aus. Ich finde, das war jetzt, ist jetzt total süß. Also das ist jetzt einfach das Vögelchen ausgestanzt mit dieser schönen Stanzform. Das ist eine alte Stanzform, ist aus den bestickten Etiketten. Vielleicht habt ihr die noch zu Hause. Da guckt ihr einfach, was ihr mal habt, von der Größe was passt. Und ich fand jetzt die einfach schön, weil die noch so einen Schmuck außenrum hat ein bisschen. Dann haben wir dann nämlich auch ein bisschen Deko und müssen es nicht mit der Hand ausschneiden. Das wäre noch so die zweite Alternative. Okay, und jetzt habe ich hier mir noch zwei Quadrate geschnitten mit dem Maß 6,5 x 6,5 und in der Mitte durchgeschnitten diagonal. Dann haben wir diese beiden. Und ich habe hier noch vier Rechtecke mit dem Maß 10 x 3 cm. Und die kürzen wir uns jetzt auch noch richtig ein. Und da braucht ihr eigentlich nur eine Markierung, und zwar ist das das Maß 6,7 cm. Und ihr denkt dran, ihr macht das einmal von oben die Markierung und schneidet es euch diagonal runter. Und einmal nehmt ihr ein Blatt und macht euch die Markierung auch 6,7 cm, aber die Markierung unten setzen und dann diagonal nach oben schneiden. Und das Ganze zweimal. Und dann haben wir hier die Dekopapiere dann auch schon gleich fertig. Okay, als nächstes Maß braucht ihr noch die Banderole und die hat jetzt bei mir 16 cm in der Länge und 2 cm ungefähr in der Höhe. Und die lege ich mir auch wieder einfach so rum, wie bei der großen Karte auch. Falz mir das schon ein bisschen schön nach außen. Klebe mir das Ganze mit einem Abreißklebeband zusammen und setze mir mein kleines ausgestanztes Dekovögelchen dann noch vorne drauf und habe dann so eine süße kleine Minikarte, die ich total nett finde. Also ich finde die echt total goldig.
Wer will, kann noch Glitzersteine machen, klar. Und so sieht das Ganze jetzt von innen aus. Und auch hier könntet ihr natürlich auch schon gleich Ton in Ton reinstempeln. Ich finde jetzt bei dem Granit, da kann man auch super draufschreiben, da braucht man eigentlich kein Innenteil. Aber damit ich euch auch die Maße von dem Innenteil noch verrate, machen wir das noch schnell zusammen. Da nehme ich mir jetzt einfach noch ein Stück und brauche das in dem Maß 10 cm mal 6,5 cm. Also 10 cm in der Länge. Und ich gucke mal, wie breit das ist. Ich hoffe, das passt. Ja, 6,5 in der Breite. Und das markiere ich mir jetzt in der Mitte bei 3,35 cm. So ungefähr. Auch hier mache ich es wieder mit dem Bleistift und drehe mir das dann nachher um. Und hier habe ich mir ungefähr rausgemessen 6,7 cm. Eine Markierung einfach oben und unten. Und das Ganze dann wieder schräg zuschneiden, so wie quasi in dieser Karte schon gewohnt. Dass man hier nochmal so ein kleines Vogelhäuschen oder ein kleines Häuschen als Innenkarte haben. Oh, das habe ich jetzt nicht richtig erwischt, weil ich gesprochen habe, glaube ich. Gucken wir mal, ob das einigermaßen passt. Aber so passt es jetzt perfekt. Wir können das bestempeln und dann reinkleben und haben dann nochmal eine ganz süße kleine Vögelchenkarte. Wie so ein kleines Vogelhaus für den kleinen Vogel. Also ich finde, es passt unglaublich gut und ich finde, das ist ein total süßes Maß. Wie gesagt, probiert das unbedingt mal zusammen aus, dass ihr da eine große Karte und danach so eine kleine bastelt, weil das ist echt witzig. Ich danke euch jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich blende euch auch noch viele weitere Ideen ein, die ihr noch bebasteln könnt mit besonderen Kartenformen, die auch zum Teil richtig schnell gehen. Ich finde, das ist ja eigentlich auch eine schnelle Karte, eine schöne Karte. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Leider stellt mich meine Kamera, die macht mir heute ein bisschen Schwierigkeiten. Die stellt immer nicht richtig scharf. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so. Legt die alle mal so ins Bild. Ihr habt es ja eh schon gesehen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss.